Erzähl einfach mal ein bisschen was aus deinen Anfängen. Mich hat ganz am Anfang, da war ich ca. 16 Jahre, schon sehr interessiert und fasziniert, dass mich mein Bruder Alfons damals schon auf die Messen mitgenommen hat. Das war für mich schon ein ganz wichtiges Erlebnis, weil ich meinen Bruder Alfons und den damals für die Firma Meindl so erfolgreichen und wichtigen Willi Dressler kennenlernen durfte. Ein Schlüsselerlebnis war für mich, als der Alfons die Japaner gesehen hat, wie sie alles fotografiert haben, hat er gesagt, du gib denen nicht die Schuhe und gib denen nicht die Fabrikate, denn die werden das fotografieren und später auch nacharbeiten. Ich war dann von 16 bis 18 immer auf den Messen dabei. Da habe ich allerdings eines bereits frühzeitig gemerkt, dass mein Vater, mein älterer Bruder Alfons, mein älterer Bruder Hannes das Sagen hatten. Unser Vater hat immer den Ausspruch gegeben, sowas tut man nicht. Und damit meinte er, dass man ehrlich, fair mit den Kunden, mit den Menschen umgeht. Wie auch in späteren Zeiten war es immer für mich eine Herausforderung, auch so ein bisschen wer zu werden in meinem damalig dann angepeilten, nach dem Studium auch ausgeführten Versicherungsgeschäft. Ja, du hast ja dein eigenes Unternehmen aufgebaut und du hast dann deine Gesellschaft aufgebaut, in der du Ärzte berätst. Das ist das Meindl-Gen, das erleben wir ja überall anders, erleben wir auch bei dir, Markus, dass eben das Meindl-Gen sich bei mir auch durchgesetzt hat. Ich habe einige gute Positionen in der deutschen Versicherungswirtschaft angeboten bekommen, war auch dann 2 Jahre Vorstandsvorsitzender der Gotha in Österreich, aber nur für 2 Jahre. Ich habe meinen selbstständigen Betrieb nicht aufgegeben und habe dann diese Firma, die ich mit der Gotha hatte, die ich gegründet habe, an der die Gotha dann beteiligt war, mit 62 Jahren an die Gotha verkauft und bin dann in dieses Unternehmen, das ich damals schon mit meinem Partner Werner Schneider gegründet habe, voll eingestiegen. Damals waren wir 9 Leute, heute sind wir 135, sind das größte inhabergeführte Unternehmen unserer Branche. Die Entwicklung der Marken Meindl Schuhe, Meindl Bekleidung. Was sagst du das als Unternehmer, als einer, der weiß, wie das entstanden ist und aus deinem Blickwinkel heute? Ich scheue mich auch nicht zu sagen, dass wir, mein Unternehmen, insbesondere im süddeutschen Raum, auch deswegen schnell eine Akzeptanz hat, weil man mich in Verbindung zur Familie Meindl bringt. Und wenn die Leute ein bisschen wandern, aber insbesondere wenn sie in die Berge gehen, dann kennen sie zum einen den Meindl Schuh und sie kennen auch zum anderen die Meindl Bekleidung. Ich war in der Mongolei und habe in der Mongolei die alte Hauptstadt Karakorum besucht und da waren vielleicht so 10 Schweizer zusammen und ich schaue auf die Schuhe und sehe, dass die Meindl Schuhe tragen. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin einer von den Meindl, die waren sowas von begeistert, die haben sich alle nochmal zusammengenommen, sind zu mir nochmal hergelaufen, diese Reisegruppe, und haben sich einfach mich einfach sehen wollen, weil ich einer von den Meindl bin. Jetzt hat sie ja mal nach Kanada geflogen, oder? Ich habe in Kanada eine Messe wieder mal gemacht für mich. Alfons hat mich gebeten, in Kanada eine Messe in Chicago. Und dann kam jemand und hat bei mir 20.000 Langlaufschuhe bestellt. Und ich sage zum Alfons, du Alfons, Mensch, ganz toll, ich habe 20.000 Langlaufschuhe verkauft. Dann sagt er, um Himmels Willen, verkauf ja nicht 20.000 Langlaufschuhe. Hättest du die 20.000 Langlaufschuhe verkauft, hätten wir uns abhängig gemacht von den Amerikanern, hätten wir unsere ganze Produktion, wie es ja den österreichischen Skifirmen damals schon passiert ist, hätten die Amerikaner diktiert. Alfons sagte, das ist ein Klumpenrisiko. Und dieses Klumpenrisiko hat ein Unternehmer nicht. Wie war das jetzt auf die ersten Messen, wo du mit deinen Brüdern warst? Nicht? Was war das in der Erfahrung? Wir waren da schon ein bisschen aufgeregt. Und dann hat mich der Hannes einmal gefragt, sag mal, was ist denn, was magst du, wenn die sich vorstellen und du hast den Namen nicht verstanden? Was mache ich dann? Habe ich gesagt, Hannes, dann frage ich ihn nochmal. Weil ohne, dass wir den Namen kennen, können wir mit denen ja keine Konversation pflegen. Es war schon, die Messen waren für mich ganz wichtig, mit 16 Jahren schon auf den Messen dabei sein zu dürfen. Da waren schon Kaliber dabei. Und wir haben dann immer ein bisschen mitgewitzt und haben natürlich dann auch das vieles gelernt. Ja, und am Abend sind wir dann fortgegangen, oder? Das war dann auch nicht ganz so langweilig, oder? Aber was ist so langweilig, wenn ich das nur sagen darf, am Abend, wenn die fortgegangen sind. Und es war dann 12:01, da musste ich heim. Aber die haben dann Bar aufgekauft,
der Barkeeper, den kannten sie schon, hat gesagt, bleibt, das hat nichts gekostet und dann wurde am Abend noch ganz ordentlich gefeiert. Ich war einmal auf der Bar gesessen mit 16, habe ich unglaublich attraktives Weib in mir gehabt. Aber am nächsten Tag hat mein Bruder Albus gesagt, das war keine Frau. Vergiss ich auch nicht mehr. Rudi, vielen, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass ich mir noch oft einen Rat einholen darf. Markus, ich mache es gerne und du weißt, dass du mir unglaublich am Herzen liegst und dass du mir ans Herz gewachsen bist. Schön, dass es dich gibt. Danke. Danke.